Heute gibt es eine cremig-fruchtige Pfirsich-Maracuja-Torte. Die Herstellung der Torte ist relativ einfach und sie lässt sich zudem prima vorbereiten. Die fertige Torte hält sich bis zu 2 Tage im Kühlschrank und kann ohne Probleme eingefroren werden. Für den Biskuitboden braucht man 120 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, 40 Gramm Öl, 35 Gramm Speisestärke, 4 Eier der Größe M, 1¾ Teelöffel Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz. Und für die Tortenfüllung? Aprikosen aus der Dose mit einem Abtropfgewicht von ca. 850 Gramm, 450 Gramm Schmand, 250 ml Schlagsahne, 5 Esslöffel Zucker, 100 ml Maracuja oder Pfirsichsaft, 2 Päckchen Vanillezucker, 8 Blatt Gelatine und 100 Gramm Zentis Konfitüre. Und zwar die Sorte 75% Frucht Pfirsich Maracuja. Los geht's mit der Zubereitung des luftigen Biskuitbodens. Dafür werden zunächst Mehl, Speisestärke, Salz und Backpulver miteinander verrührt. So vermischen sich die trockenen Zutaten später besser in der Biskuitmasse. Anschließend werden die Eier zusammen mit dem Zucker und Vanillezucker weichschaumig aufgeschlagen. Das kann schon 8 bis 10 Minuten dauern. Sobald die Eimasse so aussieht, wird die Mehlmischung dazu gesiebt und vorsichtig und mit viel Liebe untergehoben. Ganz zum Schluss kommt noch das Öl hinzu und wird ebenfalls vorsichtig untergehoben. Dann ist die Biskuitmasse fertig und kann in eine Springform oder einen Backring mit 26 cm Durchmesser gefüllt werden. Bei 160 Grad wird der Biskuit anschließend 35 bis 40 Minuten gebacken. Nach dem Backen sollte der Biskuit 10 Minuten bei leicht geöffneter Ofentür auskühlen, bevor er aus der Form gelöst werden und komplett abkühlen kann. Wenn der Biskuit vollständig abgekühlt ist, wird er in 2 Böden geteilt und zur Seite gestellt. Dann geht's mit der leckeren Füllung weiter. Dazu muss als erstes die Gelatine in kaltem Wasser eingeweicht werden. Parallel wird die Sahne aufgeschlagen und zur Seite gestellt. In einer anderen Schüssel werden Schmand, Zucker, Vanillezucker und Maracuja-Saft verrührt. Als nächstes wird die Gelatine ausgedrückt und bei niedriger Temperatur zum Schmelzen gebracht. Sie sollte auf keinen Fall heiß werden, nur so warm, dass sie gerade schmilzt. Danach wird die geschmolzene Gelatine mit ein paar Esslöffeln der Creme verrührt, um die Temperatur anzugleichen. Anschließend kann sie dann mit der übrigen Creme vermengt werden. Ganz zum Schluss wird noch die Sahne untergehoben und die Creme kommt in den Kühlschrank, bis sie anfängt zu gelieren. Wenn es soweit ist, wird der obere der beiden Tortenböden zusammen mit einem Tortenring auf eine Tortenplatte gesetzt und die Zentis-Konfitüre darauf verteilt, sowie die Aprikosenhälften.
Darauf kommen dann die leckere Füllung und der zweite Tortenboden. Bis die Torte ausdekoriert werden kann, sollte sie für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank gestellt werden. Ganz zum Schluss wird die Torte aus dem Tortenring gelöst und kann dekoriert werden. Zum Beispiel mit geschlagener Sahne, Aprikosenstückchen, Minze und Krokant. Und so sieht unser Leckerbissen im Anschnitt aus. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.